So, ich habe mich dazu entschieden, also einmal auch herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer zu WoW Classic. Gott, ich bin schon wieder viel zu hibbelig. Ich habe mich jetzt dann doch nochmal entschieden, noch einen Part zu machen. Ich war gerade am Hin und Her überlegen. Ich dachte aber, ey, komm, scheiß drauf. Wir machen noch einen Part. Danach muss ich aber dann wirklich ins Bearbeiten rübergehen. Und Braucht ihr das fertig etwas? machen, damit ihr das endlich bei kriegt und ich dann vielleicht bei dich doch mal von vorne anfangen muss. Habt ihr schon diese Kopftücher für mich zusammenbekommen? Ja, wo haben wir? Und wir können dann den Milizstecken kriegen. Ich wähle ihn schon mal aus. Aber wie ich sehe, seid ihr zurück und habt Kopftücher dabei. Die Armee von Stormwind weiß eure Hilfe zu schätzen. So, Millie of War. Ich habe euch als verlässlich, ihr habt euch als verlässlich erwiesen, Dariel. Verlässlich und ohne Angst. Euch auch mal die Hände schmutzig zu machen, wie? Ja, eine Freundin von mir, Millie Osworth, hat ein paar Probleme. Sie ist mit ihrem Wagen auf der anderen Seite der Abtei in der Nähe des Stalls. Bin mir sicher, sie könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Mögen eure Reisen sicher sein. Wie geht's? Garrick Padfoot, ein Dieb und Halsabschneider, der schon seit Wochen unseren Bauern und Händlern das Leben schwer macht, ist bei einem Schuppen in der Nähe der Weinberge gesehen worden. Die Weinberge liegen im Osten der Abtei, auf der anderen Seite der Brücke. Beugt mir den Kopf des Schurken und verdient euch das Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt ist. Doch seht euch vor. Garrick hat eine Bande von Rohlingen um sich versammelt, also werdet ihr nicht leicht an ihn herankommen. Oh, Auf dann! hat eine Ahnung. So. Und dann einmal nochmal zu Marshall McBride. Grüße. Und wieder habt ihr euch meinen Respekt und die Dankbarkeit der Armee von Stormwind verdient. Und vielleicht gibt es in der Mine noch immer Kobolde, doch ich werde andere schicken, um gegen sie zu kämpfen. Für euch haben wir andere Aufgaben. Adariel, ihr habt bewiesen, dass ihr als Magier euch um die Sicherheit von Nordheim sorgt. Und nun erhaltet ihr die Aufgabe, euch auch dem Schutz des umliegenden Waldes von Elwynn zu widmen. Wenn ich euch diese Aufgabe stellen wollte, dann nehmt diese Papiere, die beim Marschall Dugan in Goldheim abgeliefert werden müssen. Goldheim liegt an der südlichen Straße hinter den Grenztoren. Für die Allianz. Und Inventar ist voll. Warte mal. So. Ehre dem König, Freund. Dann können wir einmal Ziel das so den machen. Ehrenfreund. Und wir sind auf Stufe 5 direkt schon. Das ist sehr gut. Braucht ihr Hilfe? Nö, ich brauche nur einen Händler, der mir jemand zurück abkauft. So. Seid vorsichtig. Ja, sind wir, werden wir, was auch immer. Ich glaube, das andere konnte man erst ab Stufe 6 erwerben. Das heißt, wir werden einmal zusehen, dass wir jetzt losjuckeln. Und hier hinten noch ein bisschen aufräumen. Beziehungsweise müsstet ihr ja eh erst einmal zu Millie. Garrick Padfoot ist gar nicht mal so schwierig. Den kriegen wir hin. Millie Osworth, hi. Hallo. Ach, Deputy Willem hat euch also gesagt, ihr sollt mit mir reden, ja? Er ist ein tapferer Kerl und immer bereit, mir zu helfen. Aber seine Pflichten halten ihn in der Abtei von Nordend fest. Ich fürchte, das Problem, das ich heute habe, ist etwas zu groß für ihn. Vielleicht könnt ihr mir helfen? Schönen Tag auch. Warte mal. Die Reisen sicher sein. Dann möchte ich einmal ganz kurz, dann hat das meiner Zeit sich zu regenerieren. Hallo. Eine Bande von Briganten, die Defiers, sind in die Weinberge von Nordheim eingedrungen, als ich gerade bei der Weinlese war. Ich habe es den Wachen von Nordheim gemeldet und sie haben mir auch versprochen, dass sie sich darum kümmern würden. Aber ich habe Angst um meine Traubenernte. Selbst wenn die Defiers sie nicht stehen, befürchte ich, dass unsere Wache beim Vertreiben der Rohlinge alles zertrampeln. Bitte, ihr müsst mir helfen. Die meisten Trauben sind schon im Eimer gesammelt, aber ich habe sie in den Weidenbergen im Südosten zurückgelassen. Bringt mir diese Kisten. Rettet meine auch Ernte. Dann. Kriegen wir hin. Das wird aber auch das Letzte für heute wahrscheinlich sein, was ich mache. Weil so ein bisschen stehe ich so gerade noch neben mir. Gestern war ein relativ langer Stream. Ich glaube 9 Stunden ungefähr. Und
Ja, ich muss mich vom Raid heute Abend noch ein bisschen ausruhen. Will dann ja, wie gesagt, auch die Parts noch fertig kriegen. Und ja. Ansonsten kommen wir hier ja nie voran. Wir sind jetzt auch bei 301. Okay. Den kann ich da getrost liegen lassen. Da hinten sind Sachen für die Ernte. Warum habe ich denn den nicht aktiv? Das ist ein Skandal. So, dann einmal wieder hinhocken. Kann ich doch nicht wirken. Wenn der sowieso ankommen wird, mache ich einfach direkt mal an. Auch ein Ziel. Der andere ist halt nur ein Dreier. Den kriege ich jetzt so eigentlich ganz gut auch hin. Dann da noch einmal. Wie gesagt, so schwer ist diese Quest gar nicht. Nun muss man hier halt auch ein bisschen mit Taktik vorgehen. Also hier war kurz vor mir einer. Die spawnen jetzt nämlich gerade erst die ganzen Weindinger. Da seht ihr es zum Beispiel. Deswegen habe ich mich nämlich gerade gewundert, wo die ganzen Weinfässer hin sind, also Traumfässer. Für gewöhnlich ist hier vorne halt auch schon alles voll. Dass ich mich hier eigentlich immer gut durchforsten kann. Thank you.
geht auch direkt nochmal. Und dann können wir direkt nach da hinten gehen. Geht's nämlich, soweit ich weiß. Garrick. Das lädt immer noch auf. Ja. Da ist Garrick. Wir werden aber noch einmal kurz unseren Trank hier nehmen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. So, Garricks Kopf. Haben wir alles? Wunderbar. Dann können wir jetzt sogar hier einmal durchlaufen. Geben die Quests ab. Haben sogar ohne Probleme bis hierhin durch. Und gut ist immer, wenn man alles, was man nicht braucht, auf jeden Fall verkauft. Habe ich zumindest festgestellt. Ich weiß nicht, was man da sonst mitmachen kann, ob man die irgendwie zerlegen kann oder sonstiges. Auf jeden Fall verkaufe ich meistens alles, was ich jetzt nicht sonderlich brauche. Und Crafting und sowas werde ich jetzt hier auch nicht betreiben. Also ich werde ganz gut einfach durchspielen. Hat der Garrick Schuppen gefunden? Sind wir diesen Schurken endlich los? Eop. Ihr habt ihn erwischt. Ihr habt ganz Elvin einen großen Dienst erwiesen. Doch ein schönes Kopfgeld verdient. So, dann nehme ich aber das Höschen. Ach ja, Millis Ernte. Ach, dann kann ich aber noch einmal kurz verkaufen. Ehre dem König, Freund. Wo ich da jetzt gleich zu Millie gehe. Vor allem die Ausrüstung ist halt mega teuer. Ich werde halt das Geld, was ich habe, voraussichtlich immer nur in Ausrüstung oder Zauber stecken. Weil das andere ist halt echt Wucher. Braucht ihr etwas? Habt ihr meine Ernte, Aidariel? Oh, danke, Aidariel. Ihr habt mir meine Ernte gerettet. Und ich hoffe, ihr habt einige von diesen Defis gezeigt, dass sie hier nicht so einfach Ärger machen können. Wir sind zurzeit zwar knapp an Wachen, aber glücklicherweise haben wir Heldinnen für euch, die uns beschützen. Jetzt, wo meine Ernte in Sicherheit ist, bringt diese Traubenliste zu Bruder Neals. Er ist verantwortlich für die Essens- und Getränkenvorräte von Nordhain. Und ich bin mir sicher, er wird hoch erfreut sein zu hören, dass er frische Trauben bekommt. Ihr findet Bruder Neals im Glockenturm der Abtei, wo er gern seinen Wein probiert. Man sieht sich. Okay. Dann geben wir auch das einmal ab. Ist dir kein Ding. Bist du mir schnell gemacht. So, und danach können wir dann schon ins nächste Gebiet quasi gehen. Also, wir bleiben natürlich noch im Wald von Elvin. Mit nächsten Gebiet ist er gemeint. Der nächste Abschnitt dieses Gebietes. Dann haben wir noch einen Teil nämlich abgeschlossen und können endlich zu anderen Gefilden aufbrechen. Hallo! Ihr seht so froh
Drogemut aus. Kommt, setzt euch und trinkt etwas. Dann zeigt mal her. Meine Güte, Millis Traum sind gerettet. Als sie mir erzählte, dass Briganten ihren Weinberg überfallen haben, wäre ich fast verzweifelt. Doch ich habe den Glauben an das Licht nicht verloren. Und dank eures Heldenmutes haben wir jetzt Trauben, um neuen Wein herstellen zu können. Möge das Licht euch segnen und euch über euch wachen, Aldariel. Toll. Mögen eure Reisen sicher sein. Nehmen wir das kleine Ding da halt. Ist es nicht besser, aber es passt, glaube ich, besser zum Outfit. Nein, da geht's nicht raus, hier geht's raus. So, das bedeutet für uns jetzt, wir dürfen Nordheintal verlassen. Und unser Weg führt uns irgendwo hier hin. Und da vorne ist noch eine Quest. Hallo? Jeder Abenteurer sollte ausruhen, wenn ihm die Erschöpfung überkommt. Und es gibt keinen besseren Platz für Ruhe und Entspannung als das Gasthaus zur Höhle des Löwen. Gastwirt Farley, der Inhaber der Höhle des Löwen, ist mein bester Freund. Wenn ihr ihm sagt, dass ich euch geschickt habe, dann gewährt er euch vielleicht einen Spezialrabatt auf Essen und Trinken. Das Gasthaus zur Höhle des Löwen findet ihr, wenn ihr auf der Straße nach Süden reist. Ihr könnt es nicht verfehlen. Schönen Tag auch. Könnte man. Wald von Elven. Den wir damit übrigens auch entdeckt haben. Ja, klar, hier muss es natürlich regnen. Ein schöner Wolkenguss. Übrigens richtet sich die Uhrzeit auch nach unserer jetzigen Uhrzeit. Also es wird auch erst dann dunkel, wenn es bei uns dunkel wird. Jetzt nicht nach der Winterzeit, sondern wenn es allgemein so anfängt, dunkel zu werden. Also ihr werdet, wenn ihr tagsüber spielt, werdet ihr niemals die Nacht sehen. Weil sich das Wetter hier gerade auch ein Beispiel an uns nimmt. Hier sind wir jetzt übrigens. Marshall Dune. Was kann ich für euch tun? Ach je, es ist auch ohne diesen neuen Problem schon schwer genug, hier für Ordnung zu sorgen. Ich hoffe, ihr bringt gute Neuigkeiten, Aldariel. Ihr bringt Nachricht von McBride? Im Vergleich zum Wald von Elven ist Nordheim das reinste Paradies. Wir wollen noch mal sehen, was Marshall McBride so zu berichten hat. Gebt mir doch bitte die Papiere. Oh, hier steht, dass ihr in den Rang des kommissarisch ernannten Deputies des Marschalls von Stormwind erhoben worden seid. Herzlichen Glückwunsch. Und viel Erfolg bei der Arbeit. Elven sicher zu machen ist kein Spaziergang, zumal der größte Teil der Armee sonst wo zugange ist und sonst wo für irgendwelche Adligen macht. Es ist schon schwer, über diesen dunklen Zeiten den Überblick über die Politik zu behalten. Die Mine in Nordheim ist nicht die einzige, mit der es Probleme gibt. Berichten zufolge ist auch die Tiefenschacht. Das Licht segne euch. Nein. Ich habe aus Versehen auf Annehmen geklickt. Egal. Braucht ihr Hilfe? Seid vorsichtig. Dann ist das so. Oh, hallo, wer bist du denn? Rifantara. Lakeshire. Okay, hi. Wie wir dich hier auch irgendwie nicht so ganz zurechtfinden, habe ich so das Gefühl. Aber ich frage mich, was sie mit Level 12? Ich dachte, Nachtelfen starten woanders. Wie können sie denn hierher kommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie kann eine Nachtelfe denn... Ich dachte, die starten oben bei Danassus. Egal. Tauschhandel mit Goldstaub. Manchmal haben die Kobolde in dieser Gegend Goldstaub dabei.
Das Zeug könnte ich wirklich gut gebrauchen. Bringt mir etwas davon und ich mache euch den besten Preis in der Stadt. Den besten Preis in der Stadt. Die Kobolde halten sich in der tiefen Schachtmine im Süden und im Bereich der Jaspismine im Nordosten auf. Auf dann! Also ich frage mich echt, wie kommt man denn hier hin? Mit einer anderen Klasse. Wenn man nicht gerade ein höheres Level hat. William Pestle. Guten Tag, werte Dame. Hättet ihr einen Moment Zeit für mich? Mein Bruder und ich führen uns Stormwind an der Apotheke und ich bin hier, weil ich große Kerzen suche. Ihres Wachses wegen. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Große Kerzen könnt ihr von Kobolden bekommen und ich habe Gerüchten gehört, dass Kobolde sich in den Minen von Elven eingenistet haben. Der tiefen Schachtmine im Süden und in der Jaspismine im Osten. Ich schlage vor, dass ihr euch an einem dieser Orte auf die Suche nach Kerzen begebt. Man sieht sich. Was kann ich für euch tun? Ruhe und Entspannung. Ruhe und Entspannung für die Mühlen und für die Frierinnen. Das ist unser Leitspruch. Bitte setzt euch ans Feuer und wärmt eure müden Knochen. Möchtet ihr von unseren erlesenen Speisen und Getränken kosten? Ja, ich hätte einfach nur gern das frische Quellwasser. Schönen Tag auch. Weil das ist deutlich wichtiger. Gastwirt. Ich möchte diesen Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Ja, möchte ich. Da könnten wir uns hier nämlich immer hinporten, wenn wir nach Goldheim möchten. Hat allerdings eine Abklingzeit von der Stunde. Aber das wäre ja quasi egal. Hier ist es aber nebelig. Sucht ihr was Bestimmtes? Musikstufe 5. Okay, da kann ich dann also quasi nur ein bisschen was dazu kriegen. Gut, wir haben halt Goldstoff, Kobaltkerzen, die Tiefenschachtmine. Ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt noch was anfangen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir stellen uns hier ins Gasthaus und wärmen unsere müden Knochen mal ein bisschen. Und wir sehen uns hier auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall gucken, wie wir an die Kobolde der Tiefenschachtmine. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!